Herzlich willkommen zu diesem Part meines Destiny 2 Lightfall Let's Plays. In diesem Part werden wir mit den Schleierlüften-Quest anfangen. Das ist eine Multiteil-Quest und dafür gehen wir jetzt hier erstmal zu einem Bus. Bereit, Schurken zu vermöbeln? Also, das haben wir hier. Hey Hüter, danke, dass du gekommen bist. Nimbus steht auf und klatscht in die Hände, um Bereitschaft zu signalisieren. In den letzten Wochen haben sich die Bags in der ganzen Stadt äußerst seltsam verhalten. Als ich Osiris die Daten geschickt habe, war er total aus dem Häuschen. Nimbus grinst. Du weißt ja, wie er ist. Nimbus lässt unternehmungslustig die Schultern kreisen. Osiris glaubt, dass das, wonach die Bags suchen, etwas mit dem Schleier zu tun hat. Er will, dass du dir das anschaust und ein paar Daten sammelst. Herausfindest, was sie im Schilde führen, Nimbus seufzt. Das Problem ist, dass wir keine Spur zu den Bags haben, aber die Schattenlegion schon. Also gehen wir sie besuchen, schlagen ein paar Köpfe ein und finden heraus, welchen Bags wir ins Visier nehmen müssen. Nimbus schlägt mit der Faust in die offene Handfläche. Ich werde alles im Blick behalten, erklärt Nimbus eifrig, und der alte Knacker wird die ganze Zeit über in deinem Ohr sein. Dann nickt Nimbus in die Richtung, der Kante des Aussichtspunkts. Also bist du soweit? Ja, und dafür müssen wir jetzt erstmal ein paar Kabale klatschen gehen und dann halt eben noch ein paar andere Sachen machen. Also, ab geht's dann mal zu einem Kabalposten. Und ich weiß ich halt schon, was wir hier machen müssen, weil ich hier halt schon also halt Videos gesehen habe zu der Quest hier. Also weiß ich eigentlich, was hier kommt. Aber jetzt brauchen wir erstmal noch 9 von diesen Verfolgungsdaten und dann müssen wir zwei so Wex-Knotenteile auseinandernehmen. So. Und das war's letzte. Jetzt mal den ersten Teil. Jetzt müssen wir Daten aus Mayas Refugium holen. Das wäre. Fallen wir sie. Das sieht man doch schon da hinten. Was haben wir denn hier? Nordan wächst. Okay. Das war jetzt auch nicht gerade so geplant, aber das funktioniert genauso. Ich meine, man sieht es ja wirklich. Okay. Hier hat man auch weg. Diese Selbstmordbomber können sich auch getrost ignorieren. Ja. Falsche Treffer, aber naja, auch gut. Hallo. Ja, komm. Warum wechselst du auch nicht auf die Granate? Verdammt nochmal. Ich mach's halt schwerer, als es eigentlich sein muss. Einfach nur, weil der nicht reagieren will. So. Das war's mit dem, Compadre. Das war's mit der ersten von den drei. Jetzt müssen wir halt praktisch noch zwei so Gruppen erledigen. Die gerade hier angefangen hat zu spawnen. Und dann halt eben noch eine. Und dann können wir mit zum nächsten Punkt. So. Und weg das Ding. Ja. Wäre auch gut, wenn man mal schneller vorankommt hier. Ich lasse mir halt wirklich viel zu viel Zeit mit denen, auch wenn sie ein bisschen mehr aushalten können. Also zumindest kommt es mir gerade so vor. Ja. Hallo. Weg mit dir. Und das war's mit der nächsten Gruppe hier. Schön noch die weggefetzt. Die kann ich eigentlich weiter feuern, weil ich ja hier die Antibarriere drauf habe. Und ja, komm, warum macht das keinen wirklichen Schaden hier? Schon wieder, warum zur Hölle kriege ich so viel Schaden, aber die nicht? Welche Logik ist das? Vor allem, ich bin von der Belastbarkeit, wie man hier sehen kann, gar nicht mal so schlecht aufgestellt. Ich weiß auch nicht, wiefern das mit den Werten so allgemein ist. Da gibt es wahrscheinlich Leute, die das deutlich besser haben. Gerade weil man halt eben so mehrfache 100er Werte haben kann mit der richtigen Rüstung, aber ja. Ich bin da halt keiner von. So. Jetzt machen wir das Ding noch hier schnell fertig. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. So. Ein von den weniger. Na komm. Und weg mit euch. Yo, yo, yo. Haben die halt auch hier zu kurz gerade. Irgendwie soll mal groß was mit dieser Super machen, wenn man sowieso mit Leichtigkeit one-shotted wird.
Was vielleicht nicht direkt gewonnen ist, aber trotzdem. Irgendwie kriegt man hier viel zu schnell viel zu viel Schaden. So, und natürlich ist das eine Yellow Bar. Was denn auch sonst? Ach komm. Hey. Ich habe noch mehrere von diesen Punkten hier vor mir und ich mache hier schon so einen Mist. Na, dann halt auf ein neues. Jetzt geh sterben, verdammt nochmal. Habe ich größte Hindernis weggeräumt. Okay. Und schnell weiter weg. Weil wir, ich krieg hier immer ein bisschen ein paar Treffer ab. Ach stimmt ja, ich habe die Schuhe ausgezogen. Das war schlau. Mir eins von den Dingern wegzunehmen. Und jetzt aber wirklich weg mit dir. Komm, nein. So. Jetzt gib mir die Daten hier. Diese Wächsdaten sind interessant. Es sieht so aus, als ob sie versuchen, auf Server zuzugreifen, die gerade nicht mit dem Cloud Arc verbunden sind. Haben wir überhaupt Systeme, die nicht miteinander verbunden sind? Eigenartig. Steht da, wo sie graben? Nein, noch nicht. Wir brauchen noch ein paar Datenpunkte. Los geht's, Hüter. Das ist eigentlich auch lästig hochziehen. Ständig gegen die sterben zu müssen, nur damit man dann wieder neu reinrennen muss. Aber danach der jetzt. Ja, ist halt so wie es ist. Jetzt kriegst du es aber. So. Und das war's auch mit dir. Jetzt gib mir die nächsten Daten. Was haben wir denn da? Interessant. Keine Ahnung. Die Vex haben versucht, eine Air-Gap-Firewall in den alten Ishtar-Kollektivsystemen der Schleiereindämmung zu durchbrechen. Meiner ersten Untersuchung nach wurden diese Systeme durch eine Art von elektromagnetischer Störung gelöscht. Vielleicht haben wir aber in der Eile etwas übersehen. Lass uns herausfinden, wonach die Vex suchen. Ja, nicht leichter als das. Jetzt ab da rein. Ab wieder auf ein neues darunter. Ich glaube, wir betrachten ihn als etwas selbstverständliches. Ach wirklich? Er war schon immer hier. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das Ishtar-Kollektiv hätte es auf dem Exodus-Schiff mitgebracht, doch. Doch jetzt zweifelst du an dieser Vermutung. Anscheinend wusste Nesarek etwas, nicht wahr? Als wir im Wechselnetzwerk waren, sagte er etwas über Savatun? In meinen Erinnerungen tauchen Schatten von Savatun auf. Echos der Zeit, als sie und ich durch ihre dunkle Magie gebunden waren. Je mehr Zeit wir hier verbringen, desto deutlicher werden diese Schatten. Das Ishtar-Kollektiv hat den Schleier nicht hierher gebracht, Nimbus. Savatun hat ihn vom Zeugen gestohlen und ihn hier gelassen. Wahrscheinlich, damit das Ishtar-Kollektiv ihn findet. Nur was soll das Ishtar-Kollektiv damit machen? Letzten Endes wollte sie einfach nur verhindern, dass der Zeuge den Schleier benutzen kann, um zu einer Form weiterzukommen. Unsere Verbündete. Immer dann, wenn es bequem für sie ist. Und diese Bequemlichkeit ist es, die uns zusammenführt. Also was ist es jetzt? Ist es unsere Verbündete oder unsere Gegnerin? Die Grenze zwischen Licht und Dunkelheit. Ist sehr schmal. Ach, irgendwie hasse ich das. Das tue ich auch. Ja. Ist aber unbedeutend, was ihr hast oder nicht. Letzten Endes wird das getan, was notwendig ist, um zu gewinnen. So und nicht anders muss man das hier machen. Einfach absolut gnadenlos rein da. Sonst kommt man ja nie weiter. So oder so. Ab darunter. Okay. Ja. So kann man auch keinen Fallschaden bekommen. Hervorragend. Das Terminal ist funktionsfähig. Ja, stell dir vor. Ich habe deinem Geist eine Data Mining Anwendung geschickt. Lade sie hoch. Mal sehen, was wir finden können. Essie. Persönliches Logbuch. Beiläufig. Maya ist gestern mit der Exodus Indigo angekommen.
Ich sollte erleichtert sein, aber in Anbetracht der aktuellen Situation empfinde ich kaum etwas. Wir sind gerade auf dem Weg von Hyperion zur terraformierten Oberfläche des Neptuns. Ich habe Angst. Ich habe große Angst. Wir wissen nicht mal, was wir verloren haben. Der Funkverkehr ist kaputt. Es herrscht überall nur Stille. Wir sind vielleicht alles, was übrig ist. Maya hatte mit allem recht. Der Kult, das Ende, wie wir überleben werden. Ich hasse das. Kiyoma Essie war eine der Gründerinnen von Yomuna. Ein Teil der Stadt ist nach ihr benannt. Das ist, als würde man eine Legende hören. Kiyoma Essie und ihre Frau Maya Sundaresh waren mir bekannt. Sie waren Forscherinnen des Ishtar-Kollektivs auf der Venus während des Goldenen Zeitalters. Ich will das jetzt zwar nicht unterbrechen, aber Feinde sind im Anmarsch. Überall tauchen Besessene auf und... Ah, da! Ein Quäler ist auf dem Weg zur Anlage. Ja, nimm. Neutralisiere den Quäler. Wir dürfen diese Daten nicht verlieren. Ja. Ich hatte eigentlich nicht vor, den stehen zu lassen. Ich werde mich erstmal schnell um die anderen Gegner hier kümmern. Also ab darunter und dann wird der ganze Saftladen hier aufgeräumt. Nur um dann trotzdem nicht zu wissen, was es mit dem Schleier auf sich hat. Auch wenn es eigentlich bekannt ist, wenn man den Leaks folgt. Aber naja. Das weiß. Da habe ich einfach mal so daher gesagt. Ich weiß gar nichts. So. Hallo. Ja, komm. Hier hat der erste Schlag Schaden gemacht, obwohl der immun aufgetaucht ist. So. Ja, komm, natürlich muss ich gerade jetzt nachladen. Und wer hat mich hier gerade mit Stasis angegriffen? Naja, auch egal. Letzten Endes krampfe ich mich jetzt hier einfach durch, indem ich die alle niederschieße und dann hat sich das Ding hier... Funktioniert ja, wie man bemerkt, wunderbar. Der Abdruck von Nezarek. Was willst du jetzt tun hier? Boah, ist der heftig. Nicht mehr klar, ich benutze jetzt hier Donnerlord, um den richtig zu rasieren, aber ja. Wieso sollte ich das nicht tun, wenn das so einfach ist? Außer der wird jetzt halt noch heftiger. Ja, gehen wir einfach mal auf die Stangen. Super. Hallo. So. Ja, genau das meine ich. So. Ich meine, der einzige Grund, warum der überhaupt noch gerade im Rennen ist, ist, weil ich aufpassen muss, wie ich mich hier bewege. Nur sehen halt, weil ich keine Donnerlord-Munition mehr gerade habe. Ich meine, die letzten 27 Kugeln werden jetzt auch nicht ausreichen, um den zu finishen, oder? Ja, sag ich ja. Das ist doch mal schön, das Ding. So. Und ab rein da. Okay, das war nichts. Ja, okay. Kriege ich hier noch ein bisschen Muni oder muss ich hier jetzt einfach das Ding ohne finishen? Ja, okay. Was? Bin ich jetzt hier schon wieder rauskommen? Was war das gerade für eine Nummer? Und ich bin direkt wieder weg. Okay. Das war jetzt unerwartet. So, und ja. Wie bin ich hier schon wieder auf der Plattform geblieben? Ein paar Mal haut mich weg, andere Male kann ich stehen bleiben. Was ist es dann jetzt? Wie sieht's da unten aus? Der Quäler ist besiegt und das Gebiet ist sicher. Die restlichen Logbücher von Dr. Essie sind jedoch verschlüsselt. Sie benutzt einen adaptiven Wechsalgorithmus, um sie zu schützen. Es wird einige Tage dauern, bis ich sie durchdringen kann. Was auch immer das ist, es muss wertvoll sein. Hüter, ich schlage vor, du schaust später nochmal vorbei, um zu erfahren, was wir herausgefunden haben. Ja, das steht doch nach einer Idee. Aber jetzt erstmal, ja, geht's halt noch kurz zum, wie heißt das Ding, halt da, wo man diese Strangfähigkeit bekommen hat, dorthin. So, wollen wir jetzt hier mal den, also der Puka-Teich, das war's Ding. Jetzt hier,
Osiris hat dir eine Notiz hinterlassen. Hüter, ich weiß nicht, wohin uns unsere Untersuchung des Schleiers führen werden. Die Arbeiten von Kioma Essi und Maya Sundaresh ist zweifellos von unschätzbarem Wert. Nicht nur für unser Verständnis des Schleiers, sondern auch seines Zwecks in den Händen des seines Zwecks in den Plänen des Zeugen. Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit. Abgesehen davon hat selbst der Beginn unserer Arbeit bereits Früchte getragen. Wir verfügen jetzt über ein besseres Verständnis von Strang aufgrund der Quelle seiner Herkunft innerhalb des Schleiers. Ich glaube, das können wir als Zeichen der Hoffnung deuten. Ich bin mir sicher, dass es in der Zwischenzeit andere Verpflichtungen gibt, die deine Aufmerksamkeit erfordern. Ich halte dich über sämtliche zukünftige Entwicklung auf dem Laufenden. Herzlichen Grüße, Osiris. Und jetzt haben wir eine neue Handwaffe, Feuerwaffe und, wo war das? Aspekte? Hier, der Pfeilhagel. Das war's mit der Quest auf jeden Fall. Und auch mit dem Part. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.